Liebe Leute, geht's zum Witz zurückkehren? Heute der chinesische Struppi-Witz. Moment, sind wir weit? Liebe Leute, geht's zum Witz zurückkehren? Heute der Tipp, chinesischen Struppi-Witz. Und zwar ist er von Ben. Und Grüße gehen an Heiko und den Michels. Und der hat mir Witze über ihn geschickt, könnt ihr auch. Und dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der chinesische Struppi-Witz geht so. Wie nennt man Tim und Struppi auf Chinesisch? Tim und Mittagessen. Tim und Mittagessen. Wie nennt man Tim und Struppi auf Chinesisch? Tim und Mittagessen. Und Erklärung, Tim und Struppi, das ist ja so ein, kennt fast jedes Kind, Tim ist so ein Junge und Struppi so ein Hund. Und in Chinesen heißt der Tim auch Tim, aber Struppi, der Hund, heißt dann Mittagessen. Weil da gibt es gerne, so also wie in Korea und China, gibt es gerne Hundeschnitzel und so. Und wenn die Hunde schlachten, dann schlagen die noch extra Feuer. Dann wird das Fleisch besonders zart. Nee, danke, muss nicht sein da, aber ist wirklich wahr, aber. Okay, ciao, komm, wieder abonnieren.